Hi, liebe spartanischen Fans, ja. Gut, wir haben ja ein neues Dragos News. Ich möchte euch informieren, dass ich momentan wieder richtig glücklich bin. Leider momentan noch ein paar Sachen, die mich einfach stören. Es ist einfach so, dass ich jetzt unbedingt das Geld brauche für ein neues Headset und vor allem ein Mikrofon. Ich bin schon lange auf der Suche nach einem Mikrofon, das ich einfach bezahlen kann und trotzdem gut ist. Und ja, vor allem möchte ich euch einfach danken, dass es momentan so gut geht. Und eben, ich möchte den Fortschritt auch zeigen. Ja. Also das erste ist eben, ich möchte ein Headset und ein Mikrofon haben, dann noch eine Webcam. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen soll, weil ich ja nicht so gut aussehe, weil ich relativ, ja, ein bisschen, schon ein wenig, ja, also verhindert werde, irgendwie mich zu pflegen und alles Mögliche. Ich möchte euch nicht zeigen, wie ich relativ schlecht aussehe. Es ist schon gut. Ich sehe schon gut aus, aber ja, es ist mir immer schwer, Bart zu schneiden, weil ich so extrem harte Haare habe und dicke Haare habe. Dann, ja, mich einfach zu pflegen, jedes Mal mich zu waschen und alles Mögliche, das ist harte Arbeit für mich, weil ich ja hormonkrank bin und diabeteskrank bin und so weiter. Autoimmunkrankheiten habe. Ja, deshalb, tja, geht es momentan ja nicht so gut, weil meine Krankheit recht stark ist. Ja, und na gut, diese Sachen sind einfach momentan das größte Problem. Außerdem bin ich jetzt einfach momentan extremst Path of Exile, Minecraft und Regnumsüchtig. Das heißt, ich mache sehr viel für euch. Das heißt, ich level überall, ich tue viel machen, ich tue den Server weiter ausbauen und so weiter. Also ja, der Server ist alles noch ganz früh, sind nur meine besten Kollegen noch schon drauf und da sind schon mal zwei jetzt. Da vorne sind ja noch zwei. Und ich. Und momentan sind die meisten Leute da noch ein bisschen unschlüssig. Sollen sie jetzt auch reinkommen und spielen? Oder sollen sie lieber irgendwas anderes spielen? Aber das kommt hoffentlich alles nach und nach, oder? Ja. Ich finde es cool, dass es jetzt ein Baumreich gibt. Und eben das Spartanische Reich. Und noch die Nomaden. Also den Nomaden, da bin ich noch ein bisschen, ja, unschlüssig. Ihr seht es, sieht aber schon schön aus. Na gut, mal gucken. Hä? Ja, da ist noch die Tür offen. Und ich freue mich. Also ich kann euch sagen, drei Reiche hätte ich nie erwartet. Schon erwartet, aber niemals jetzt so intensiv und so schnell. Es ist einfach cool, dass es jetzt schon drei Reiche gibt. Was ich noch gerne hätte, ist einfach, dass jetzt nicht jeder auf den Server kommt und meint, jetzt muss er ein Reich machen. Es kann doch Individuen geben. Ja, zum Beispiel das Spartanische Reich kann ja auch Troja sein. Oder anders Griechen, Athen oder sonst irgendwas. Und die Nomaden können zum Beispiel auch die Hunnen sein, die Vandalen, die Mongolen, so Sachen. Und die Baumreiche sind dann einfach irgendwie Dunkeleichen, also Schwarzeichen, Dschungel und Birkenreich und so Sachen. Also ich finde es toll, dass zum Beispiel das Waldreich sehr fantasyartig ist und das ja, das Nomadenreich ist eher so eben
wechseln halt einen Platz. Ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber ich denke einfach, sie wollen von Farmort zu Farmort gehen. Ist ja auch gut. Es ist leider einfach nicht so gut für den Server. Ja, also genug von Minecraft. Dann kommt Path of Exile. Ich finde es richtig toll, dass ihr zuguckt und auch interessiert seid. Was ich noch gerne hätte, ist einfach so ein bisschen die Kommentare. Es ist sehr ruhig. Kann einfach sein, weil es halt ein Action-Rollenspiel ist. Aber ich finde es toll, wenn ihr irgendwas schreibt, auch fragt und wünscht euch irgendwas. Es ist momentan extremst cool. Vor allem der neueste Part, der hat richtig reingehauen. Es hat mir richtig geniale Freude gemacht, so viel MF zu haben, also Magic Find. Und ja, stark zu sein, extrem stark. Leider sind die Mana-Kosten explodiert. Aber naja. So, dann kommen wir zu Regnum. Jetzt bin ich momentan wieder sehr am Leveln. Ich hatte ja so ein bisschen Flaute, weil ich gerade in einem Level war, wo es nicht gute Gegner gab. Und so weiter. Also extremst. Hä? Da bin ich jetzt täglich am Trainieren. Ich bin jetzt schon 44,5. Und habe gute Sachen noch gefunden. Da mache ich dann bald auch wieder weiter. Jo. Dann, möchte ich noch kurz etwas zu These erzählen. Ich werde ein Kashid nehmen, weil ich einfach Kashids mag. Ja, mag. Und sonst hätte ich die Argonier genommen oder die Dunkelelfen, aber naja, ich möchte den Kashid nehmen, weil Merk der Lügner einfach einer der coolsten Charakter ist und ich möchte ihn so ein bisschen imitieren, aber anders imitieren, also nicht gleich imitieren, sondern ein bisschen auch lustig sein und ja, nicht so passiv, so schlicht, sondern ich möchte ihn lustig machen, extremst, ja, im Schatten. Ich möchte einen Schatten nehmen, einen Möchelmörder mit dem Schattenattrib, also Baum. Und jo. Dann möchte ich gerne ja, sehr viel Rollenspiel verwenden. Ich hoffe, es kommt bei euch an. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall darüber. Gut. Heute kommt wieder Livestream, Minecraft vor allem. Ich möchte vielleicht ein bisschen Path of Exile bringen, aber vor allem wieder auch GTA Online. Es kommt gut an. Ich merke einfach, es ist ein bisschen blöd, dass die meisten einfach um 8 Uhr dann aufhören muss. Ja, sag mir mal, wann ich am besten was dann bringen soll. Es ist halt schwer, oder? Außerdem wollte ich noch, ja, das ist noch wichtig, ein anderes Aufnahmeprogramm verwenden. Dextority, oder wie das heißt, wurde mir ja, empfohlen, aber ich habe das schon mal verwendet und es ist recht schwer zum Checken. Mal gucken. Weil Fraps ja seit 2013 nicht mehr entwickelt wird und langsam Probleme bekommt mit den neuesten Spielen oder alten Spielen wie Regnum. Da brauche ich unbedingt ein besseres. Jo. Und alles nacheinander, also ja, ich bin zuerst einmal geflasht, dass so viele zugucken. Dankeschön dafür. Und auch an die altbekannten Kollegen, dass sie mir helfen und auch dabei sind, wie zum Beispiel Mega Coolman, Syntax, Alex und so weiter. Gut, also Dankeschön fürs Zugucken und bis zum nächsten Dragos News oder einem anderen Video oder Livestream von mir. Tschüss, euer Sven. Tschüss.